Hallo und herzlich willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Mein Name ist Dennis und ich möchte euch heute das Carbon Freezing Chamber Playset aus der TVC-Serie vorstellen, was im Jahr 2020 herausgekommen ist. Ein Carbon Freezing Chamber Playset gab es schon im Jahr 2001, welches in der Power of the Jedi Linie herausgekommen ist. Damals war sogar ein Bespin Security Guard mit beigepackt. Bevor wir jetzt zum Unboxing kommen, will ich euch einmal noch kurz die Box vorstellen. Ja, was sehen wir hier vorne? Einmal eine Szene, ein bisschen nachgestellt in der Carbon Freezing Chamber. Wir haben hier natürlich wieder unser Star Wars The Empire Strikes Back Logo. Und hier vorne wird nochmal dargestellt, dass eine Stormtrooper-Figur enthalten ist. Dieses Bild zeigt einmal, wie das Set aufgebaut wirkt. Und hier haben wir natürlich wieder unseren Warnhinweis, dass das Ganze für Kinder unter 4 Jahren nicht geeignet ist. Wir haben hier jetzt ein Disney-Symbol neben unserem Hasbro-Symbol. Klar, Kenner-Symbol darf natürlich nicht fehlen. Und wir haben hier nochmal das The Vintage Collection-Logo, was auf der Rückseite dargestellt ist. Die Vorderseite sieht nicht großartig anders aus. Das heißt also auch hier haben wir wieder die Logo-Bereiche. Ja gut, hier steht dann Disney nicht mehr drauf und Hasbro. Warnhinweis haben wir auch. Ansonsten eigentlich alles so, wie wir es auf der Rückseite gesehen haben. Die Seitenansichten, hier kann man einmal sehen, dass man den in Carbonit eingefrorenen Han Solo rauf und runter fahren kann. Auf der anderen Seite sehen wir noch mal eine kleine Szene, wie Luke und Darth Vader kämpften. Ja, Unterseite, auch keine Überraschung hier an der Stelle. Auf der Oberseite sehen wir allerdings einmal, was passieren würde, wenn man sich 2 Sets kaufen würde und die beiden zusammenstellen würde. Das heißt also hier haben wir tatsächlich nicht mehr den Halbkreis, so wie es hier dargestellt ist, sondern einmal den vollen Kreis mit 2 vollen Treppen. Ja, ich würde sagen, genug der Theorie, dann lasst uns ans Unboxing gehen. Nun werde ich einmal die Box aufmachen. Das heißt, so wie ich das immer tue, erstmal nur von einer Seite, wenn es dann nicht gehen sollte, auch gerne nochmal von der zweiten Seite. Aber wenn es möglich ist, lasse ich eine Seite immer gerne zu. Ich gehe mal kurz an meinen Werkzeugschrank. Ich habe mir einen Cutter besorgt. Und ich werde jetzt einmal diese Seite öffnen. Ach so, wer sich hier fragt, wo die Delle herkommt, an dieser Stelle nochmal einen schönen Gruß an die Amazon-Einpacker. Die schaffen es auch wirklich jedes Mal, überall eine Delle reinzubekommen, was nicht nied- und nagelfest ist. Naja, aber was soll's. Einmal die Box geöffnet. So, bei meinem Glück liegt die gleich wieder verkehrt herum. War ja klar. Drehen wir sie einmal. Und hier ist denn der ganze Inhalt. Ja, Box, ich lege sie mal kurz weg.
So, was haben wir alles? Wir haben ganz viele kleine filigrane Einzelelemente. So, die nehmen wir gleich runter. Das kommt mal wieder zurück in die Werkzeugkiste. Ah ja, super Idee, so eine Figur lose einzupacken. Ja, man sieht schon, ne, das gute Teil hat gelitten. Ja, wahrscheinlich werde ich das gleich mal in ein Starcase einspannen, damit die Figur wieder gerade wird. Dann haben wir eine Anbauanleitung, ein Treppenelement, eine Basisplatte. So, legen wir mal hier oben hin. Ah, und hier kommt schon der Halbkreis. Ja, wie man sieht, hier unten ist oranges Plastik eingebaut. Ich habe im Internet schon gesehen, einige fangen das an zu beleuchten. Wir können uns das nachher auch mal angucken, ob das in irgendeiner Form wirkt. Ja, müssen wir einfach mal schauen. Ich lege das mal hier hin. So, was haben wir noch? Irgendwas Eingespanntes hier. Ja, irgendwie so ein Halbkreis. Wird vermutlich für die Freezing Chamber sein. Gucken wir auch noch mal. Ja, was haben wir hier noch? Ah, das sind wahrscheinlich die Füße. Hm. Gehen wir mal hier hinten. Der Han Solo, der kommt mir witzigerweise bekannt vor. Und zwar von der Slave One von der neuen. Ja, müssen wir mal gucken, ob die wirklich gleich sind. Hm. Das können wir auch tun. Und hier haben wir die Freezing Chamber. Mhm. Ah, mit Drücken läuft besser. Kommt also auch noch mal in das Set rein. Gut, haben wir sonst noch etwas? Nein, alles leer. Dann würde ich sagen, kommen wir gleich zum Aufbau. Ich muss mal einmal kurz die Bedienungsanleitung durchlesen, damit ich das Set nicht auf den Kopf aufbaue. Und dann können wir einmal das Set zusammen aufbauen. Bis gleich. So, kommen wir also jetzt mal zum Zusammenbau. Ja, so ein bisschen habe ich die Bedienungsanleitung studiert. Ich würde sagen, ich fange gleich mal mit dem Halbkreis an. Den sollen wir auf das Dach legen und hier kommen jetzt die drei kürzeren Füße rein. Das einzige Problem ist nur, an der Anbauanleitung kann man nicht sehen, welcher Fuß wohin soll. Vielleicht aber, schauen wir mal, kann ich das hier raus ersehen. Mal sehen, wie das ausschaut. Also der ist so. Das heißt, wenn ich den jetzt auf den Kopf drehe, so, dann müsste das. Oder auch nicht. So, so. Nein. Tja, wie hat man sich das vorgestellt? Wie hat man sich das vorgestellt? Einfach nur reinwürgen. Ich kann es mir ja fast gar nicht vorstellen. Aber nur weil ich mir das nicht vorstellen kann, heißt es ja nicht, dass das nicht so sein muss. Gut, dann wird der hier wahrscheinlich ab in die Mitte. Na, das habe ich auch schon mal besser gesehen. Aber solange es hält, wollen wir uns nicht beschweren. Und solange ist dann anschließend auch ja, ein Dreibein kann nicht wackeln. Aus der Richtung schon mal gut.
Aber so ein bisschen Sorge, dass man hier was abbricht, hat man schon. Hm. Gut, das heißt also, das ist das Erste. Was haben wir noch? Ah, die Freezing Chamber. Ja, ist eingerastet und die soll jetzt hier hinein. Etwas wackelige Konstruktion, aber okay. So, jetzt wird spannend. Jetzt kommen nämlich diese ganzen filigranen Teile hier zum Tragen. Da wollen wir mal gucken. So, seid ihr festgeklebt? Aber selbstverständlich. Ne? Aber selbstverständlich. So. Ein Element, zweites, dritte Element und das letzte. Gut, dich brauche ich nicht mehr. Ja. Schauen wir weiter. Grundplatte. So, auf der Grundplatte soll das so drauf. Okay. So, da hat man nicht mehr die ganz große Angst, was abzubrechen, aber durchaus etwas zu verbiegen. Ja, ihr seht schon, das ist alles etwas, was nicht ganz so stabil aussieht. Ja, brauche ich nochmal. Jetzt kommen. Zwei, drei, vier, fünf Beine. Ha, Glück gehabt, habe ich auch. Auch hier kann man wieder nicht sehen, welches Bein wohin soll. Ja, vermute mal, das soll hier hin. Das kommt dahin. Okay, wie gesagt, auch hier wieder nur eine Vermutung meinerseits, wo welches Bein hinkommt. Einige passen besser, andere nicht, zumindest gefühlt nicht. Okay.
So, dann haben wir noch ein paar Filigranelemente, die wir hier verarbeiten sollen. So, nun wird es natürlich ganz spannend. Ah, erst einfädeln, dann umklappen, das kriegen wir hin. So, hoffentlich auch richtig rum, aber das sieht im Moment noch gut aus. Ja, so, mein lieber Freund, du sollst da mit rein. Okay, warum gehst du als Einzigster nicht dahin, wo du hin sollst? Doch, mit ein bisschen Gewalt geht alles. Was ich ja persönlich nicht so richtig gut finde, wenn es um Plastikteile geht. Plastik und Gewalt, na, ist mehr grenzwertig zu betrachten. So, lasst mich raten. Kaum macht man es richtig, also der richtige Dreh hat mir einfach gefehlt. Das kommt vor, so, jetzt brauchen wir noch die Deckenkonstruktion. Okay. Fehlt nicht mehr viel. So, die Treppe wird offensichtlich nur eingehangen. Gucken wir mal nach. Also. Also zum Rumtragen ist das Set nicht geeignet. Hier nur eingehangen. Und beim Einhängen fliegt das hier sofort wieder raus. Ja, bisschen wackelig ist es. So, dann brauchen wir nur noch meinen Han Solo. Einmal aus der Plastiktüte zu befreien. Und dann soll Herr Solo hier vorne reinkommen. Da hat er auch eine Aussparungstür. So, und jetzt können wir ein bisschen was adjustieren und damit ist das ganze Set aufgebaut. Tada! Gut, ich versuche noch mal die Füße etwas gerade heranzubekommen. Ja, vielleicht wird mir gleich auch auffallen, dass einige der Füße
vielleicht doch nicht ihre richtige Position haben, sage ich euch dann einmal Bescheid. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Bezüglich der Füße habe ich nochmal mir das Produktfoto angeschaut, was auf der Box ist. Aber so richtig schlau bin ich daraus leider nicht geworden. Aus dem einfachen Grunde, die Füße sind auf den Produktfotos zum Beispiel unter anderem mit zwei von solchen Schlauchkonstruktionen dargestellt worden. Aber ein Fuß, der zwei Schlauchkonstruktionen hat, ist im ganzen Set nicht verfügbar. Das heißt, aus der Richtung konnte ich mir da also keine Hilfe holen. Ja, ich werde gleich nochmal den zweiten Han Solo von der TVC Slave One mit herauspacken. Und dementsprechend gibt es gleich ein paar Detailbilder von dem ganzen Playset zu sehen. Hier ist der Beipackzettel dargestellt und die beiden Han Solos. Einmal der aus der TVC Slave One Serie, die 2020 herausgekommen ist. Und einmal der Han Solo, der mit dem Playset ausgeliefert worden ist. Wie man sieht, sehen die beiden von oben schon relativ gleich aus. Ich habe auch mal hinten drauf geguckt. Es ist dieselbe Gussform, die hier verwendet worden ist. Das Set ist aufgebaut und zu Dokumentations- und Vergleichszwecken habe ich mir ein paar Filmschnipsel geholt und werde das Modell jetzt gegenüber den Filmschnipseln vergleichen wollen. Das gucken wir uns jetzt einmal kurz an. Wir unterbrechen kurz die Sendung und weisen auf Folgendes hin. Das Imperium und die Rebellen mögen sich in vielen Punkten nicht einig sein, aber eine Gemeinsamkeit haben sie doch. Sie abonnieren den Kanal mit einem Klick und aktivieren die Glocke, um bei neuen Videos benachrichtigt zu werden. Und nun weiter im Programm. Reden wir kurz darüber, was mir an dem Playset gefällt oder auch was mir nicht gefällt. Nun, zum einen, das Playset ist relativ schnell aufgebaut, hat aber auch so ein bisschen den Nachteil, es ist relativ groß. Das heißt, im Schrank nimmt es relativ viel Platz weg. Wenn man ein Diorama damit aufbauen möchte, okay, kann man noch ein bisschen was drumherum bauen, dann ist es in Ordnung. Von der Haltbarkeit finde ich es etwas wackelig. Das heißt also, wenn ich mir das mal so angucke, also im Erdbebengebiet darf man damit nicht wohnen. Wenn man da ein bisschen rumschüttelt, dann fällt es eigentlich mehr oder weniger schon fast auseinander. Das ist eher unschön. Und von der ganzen Machart finde ich es eigentlich ein bisschen lieblos, wenn man ganz ehrlich ist. Klar, wenn man es von unten beleuchtet, mag man noch einen netten Effekt dazu bekommen. Aber im Grundsatz, ein bisschen lieblos ist es schon gestaltet. Alleine die Aufnahmen für die Füße, wo man zuerst denkt, so, das passt eigentlich gar nicht zusammen. Ja, doch, es passt schon. Man muss so ein bisschen Gewalt anwenden, um die Füße da hineinzubekommen. Dass wir keine neue Han Solo-Figur bekommen haben, sondern dass die eben aus dem 2020er Slave One draus ist. Okay, gut, ist vielleicht geschenkt. Kann man sich auch noch damit arrangieren.
War es den Kauf wert? Gut, das ganze Set hat 53 Euro gekostet. Wenn ich die Figur mal abziehen tue, die so um die 17, 18 Euro liegt, dann liege ich bei dem Set so bei bummeligen 35 Euro, was gerade eben noch so okay ist. Wenn ich mir anschaue, dass ich für einen kompletten Kreis aber dann zweimal das Set kaufen muss, dann muss man schon sagen, liegt man dabei bummeligen 100 Euro. Und da kann man eigentlich nur sagen, für 100 Euro ist es dann doch ein bisschen zu viel. Zumal man zum Beispiel diese Kammer dann doppelt hat, man hat den Han Solo doppelt. Gut, kann man vielleicht noch was anderes mitmachen. Der Stormtrooper wäre dann auch doppelt, das wäre nicht ganz so schlimm. Aber was ich eben doof fand, ich zeige es nochmal. Ich musste den jetzt erstmal in so einen Starcase mit hineinbringen, damit der ganze Stormtrooper von der Karte her wieder gerade wird. Ach so, kurze Information noch: Der Stormtrooper hat die VC Nummer 171. Zeige ich auch gleich auch noch mal im Detail. Ja, was lässt sich sonst noch sagen über das Playset? Ja, so ein paar weiße Stellen habe ich hier drin, so ein paar oder paar, wenn man so möchte, so ein paar Stresslinien hier in diesem Plastik hat man dann auch. Also richtig hochwertig sieht denn doch anders aus. Da war das Playset von 2001 in der Tat besser bespielbar. Dieses Set hier, das ist mehr zum Ausstellen gedacht. Und das 2001er war mehr zum Spielen gedacht. Ne, hatte auch so ein paar kleine Gimmicks. Von Gimmicks kann man bei diesem Set eigentlich leider nicht reden. Die Figur bietet ein neues Trägerkartendesign, aber an der Figur selber ist nicht viel Spannendes auszumachen. Was hätte ich mir für das Set gewünscht? Nun, das Set hätte eigentlich den vollen Kreis haben können. Auf die zweite Treppe hätte ich tatsächlich verzichten können. Und was ich mir vielleicht noch gewünscht hätte, wäre tatsächlich eine Beleuchtung, die schon bei dem Set mit bei ist, gerne auch mit Batterie. Nett wäre gewesen, wenn zu dem Set vielleicht auch eine weitere Figur mitgekommen wäre, zum Beispiel der Agnaut. Der hat ja nicht eine kleine Rolle zu spielen. Das heißt also, der Agnaut mit vielleicht einem kleinen Schaltpult, das wäre nett gewesen. Oder aber auch ein Bespin Security Guard wäre auch schön gewesen. Leider ist beides nicht mit im Set enthalten. Für so ein Set hätte ich tatsächlich auch vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Nehmen wir mal an, so um die 65 bis 70 Euro. Bei dem Jabba's Palace Playset hat das ja irgendwie auch funktioniert, dass da zwei Figuren mit bei waren. Und viel mehr Plastik wurde hier dran auch nicht verbaut. Ich hoffe, euch hat das Zuschauen Spaß gemacht und dass wir uns bald wiedersehen in der Quantum Storm Star Wars Collection. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare rein. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich mit sammlerfreundlichen Grüßen. Bis denn und tschüss.